Na, ein wunderschön, meine Freunde. So ist ein bisschen besser für mich zu sitzen. Muss man so krümm sitzen. Pass auf, ich habe wieder ein bisschen Fanpaket. Oh, egal. Action hier. Wir fangen heute mal an mit Paket von den 3D-Druckern und Paketchen von Sascha. Ich habe es gerade schon aufgepoolt, was nicht so einfach ist. Das war echt ein Abenteuer, Alter. Pass auf, Sascha hat zum Beispiel für uns, was ziemlich geil ist eigentlich, ein Drehzahlmesser. Guck mal, der ist ja cool, ne? Ich finde den richtig geil. Dann haben wir den hier so mit verschiedenen Abstufungen irgendwie festtügeln. Danke dir auf jeden Fall dafür. Gibt es eine Halterung dafür? Das ist nur das, nee, nur das Ding. Eigentlich gab es noch so eine Halterung, glaube ich. Aber egal, das kann man, glaube ich, auch festkleben. Ja, ist schon mal festgeklebt gewesen. Aber Drehzahlmesser-mäßig ist das, glaube ich, ziemlich wild. Kommt auf jeden Fall schon mal in die Drehzahlmesser-Ecke. Vielleicht können wir den mal Drehzahl messen lassen. Danke dir, Mann. Und dann haben wir noch ein Paket, was verbinde ich jetzt miteinander, weil die Großen, ich kann ja kein Video von so einem kleinen Paket machen. Das ist ja, dann gibt es 2 Sekunden. Ja, danke, das Paket, tschüss. Das war's so ungefähr, ne? Aber deswegen habe ich gedacht, das könnte ein bisschen wilder werden, weil die 3D-Drucker, ne, ist ja eine Firma, die dahinter hängt, habe das schon mal einmal aufgemacht, testweise, weil ich halt gesagt habe, Alter, kann der Schüttelanhänger für uns machen? Ich glaube, hat er gemacht. Beziehungsweise, er hat dann so ein Ding hier rausgehauen und dann habe ich das erstmal mal eben so auf eben schnell abgetüdelt. Dann machen wir jetzt. Also würde ich sagen, Alter, Junge, Junge. Okay. Merch Max Speedhop. Das erinnert mich so ein bisschen an Jascha früher. Wisst ihr noch die Geschichte mit dem hier, mit den Aufklebern beim ersten Community-Treffen? Einen wunderschönen Buongiorno wünschen wir den Gurkenkönig und sein Gefolge. Wir haben uns über dein Unboxing-Video sehr gefreut. Übrigens, ja, gab es schon mal, ne? Wie gesagt, habe ich ja gesagt. Und dass unsere 3D-Drucke bei euch so gut angekommen sind. Wir sind ja im Chat kurz auf das Thema Schlüsselanhänger gekommen, da du auch welche gebrauchen konntest. Diese Herausforderung haben wir natürlich angenommen. Die gelieferten Drucke bestehen wie alle von unseren Testprototypen aus PLA. Die Spielerdrucke werden aus ABS oder PTEC hergestellt. Ich habe da keine Ahnung von. Ich gehe mal davon aus, dass es stabiler. Und das ist wahrscheinlich jetzt gerade inoffizielle Bestellung, wenn wir das Video hier durch haben. Ohne euch lange auf die Folter zu spannen, darfst du zuerst das Päckchen Max Speedshop öffnen, dann erst weiterlesen. Alter, mit Anleitung. Gut, machen wir mal. Das ist so. Das kommt erstmal auf den Weg. Alter, das wird eine ganz schöne Aktion hier, glaube ich. Max Speedshop. Okay, gut. Fangen wir damit an. Ich habe es hier am Start. Es könnte auf jeden Fall wild werden. Würde ich mal so sagen. Sehr. Oha! Jo! Geil! 3D-Druck läuft bei euch. Guck mal, da haben wir einmal hier. Das wäre schon mein Favorit, weil olivgrün. Das ist ein Schlüsselanhänger. Da haben wir noch mal einen. Einziger Nachteil ist, hier, was ich sagen würde, Alter, ist nur top Arbeit. Ne? Sieht echt cool aus. Hammergeil. Vor allem so zweifarbig zusammengetüdelt. Was ich so sagen würde, pass auf, das können wir ja mal so, muss man halt mal schreiben, was das alles kosten soll. Den finde ich cool, richtig cool. Aber ich finde den ein bisschen groß. Wenn du jetzt am Schlüsselbund dran hast, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der ein bisschen nervt. Wenn der vielleicht so, sag mal so, bis hier groß wäre, ein bisschen dünner, wäre natürlich geiler. Aber Alter, ich würde mal sagen, haut rein, ne? Junge, Alter, cool. Also vom Gedanken her. Kann man nichts gegen sagen. Aber meint ihr, olivgrün ist halt so meine Farbe. Stehe ich halt so drauf. Findet ihr ein geiler? Gelb? Sieht ein bisschen aus wie so eine Schlüsselmarke beim Hotel, die man so dran hat. Oder halt dieses hier, weiß-gelb. Finde ich ein bisschen wenig auffällig. Und hier ist halt nochmal gelb-weiß. Und da ist auch mal weiß-gelb. Also ich bin tatsächlich für die Variante mit dem Oliv. Das finde ich, sieht total geil aus. Kann man sofort sehen und passt. Hammerdummer. Danke, Mann. Finde ich geil, vor allem, ich weiß auch, wie viel Arbeit das ist. Ich kenne das durch meinen Schwiegervater Jörg, der früher unsere Drucker auch gemacht hat, auch 3D-Druck, dass es ein richtiges Geduldsspiel ist. Wahrscheinlich habt ihr ein bisschen besseren Drucker, denke ich mal, aber das ist das Ding. Gut, wir machen mal weiter, wa? Wir wussten ja nicht, ob Max oder Max Speedshop, deswegen beides in diversen Formen. Die Firma heißt eigentlich Max Oberstrich-S Speedshop, aber ist eigentlich egal, das juckt keine Sau, ne? Doch halt, das kannst du auf YouTube nicht als Kanalnamen machen. Weil, wie willst du das machen, weißt du?
Diverse Formen für den kleinen Einstieg in unser Max-Bücher-Sortiment. Noch mehr Formen und Farben, andere Gusse gefällt, null Problemo. Sag uns, was gefällt. Wir setzen jetzt in Design und 3D-Druck um. Ja, habe ich gerade gesagt. Wusste ich, dass es so kommt. Ich habe fast geahnt. Das war zum Warmwerden. Öffnen wir doch als nächstes eines deiner ersten Themen. Umschlag magst du Trabis und gemischte Gefühle darf geöffnet werden. Dann erst weiterlesen. Okay. Gemischte Gefühle. Magst du Trabis? Okay. Fang mit magst du Trabis an. Finde ich witzig. Ja, ich mag Trabis. Finde die Dinger gut. Es kommt 3D-Druck-Trabis, aber was kommt jetzt? Das ist schon witzig, ne? Finde ich nicht? Echt schon witzig, warte. Das sind Herzen. Herzen laufen. Oha. auch geil gemacht. Auch schon geil, doch. Ist schon von der Dingsen her ganz cool. Aber ich glaube, als Schlüsselanhänger wird das im richtigen Leben richtig abfacken, das Ding. Weil es viel zu breit ist, ne? Da würde ich auch sagen, Größe. Oh, Gordon kommt, wo kommt er dazu, sagt. Perfekt, Gordon. Kommst genau richtig. Ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin gar nicht da. Nee, hier, komm mal, was meinst du hier? Wir haben so diese 3D-Druckgeschichte, was ich erzählt hatte. Hier, komm mal, findest du sowas? Schwer, am Schlüssel auf den Schlüssel ran zu haben, ne? Also, an meinen Schlüssel kommt's nicht. Ich find's auch, also das finde ich. Sieht ein bisschen grenzwertig aus. An sich geil gemacht, aber ich das könnte ein Problem sein. Also, ja, das Plastik, das kann besser sein. Das ist nur so also, das ist 3D-Druck. Genau, das ist nur so ein Testdruck, ne? Der hat gesagt, das ist ABS oder was. Besserer Kunststoff, wenn das Räumen da rauskommt. Okay. Und die Idee ist gut. Aber das Ding am Schlüsselanhänger würde richtig nerven, glaube ich. Ich glaube auch, das ist zu groß. In der Tasche. Na, guck mal, das hier finde ich ganz cool. Das ist auch ein bisschen groß. Aber sonst ja, das aber, sehr geil, ne? Das ist aber länglich und hat nicht so eine Kanten wie das hier. Ja, genau. Weißt du? Das könnte problematisch werden. Sonst ist das eine geile Idee. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja? Einer wird sagen, das ist geiler, der andere sagt, das ist geiler. Also ich finde das hier obergeil. Ja. Auch mit diesen Oliven. Ja, die Farbe ist auch super. Ja, finde ich auch. Warte, wir haben noch ein bisschen mehr. Es kommt gemischte Gefühle. Ja. Guck mal, was da drin ist. Noch mehr. Aber haben wir gesagt, ein größeres Projekt. Ach du Scheiße. Na ja, gut, okay, da sage ich jetzt gar nichts zu. da bin ich raus. Aber das ist eine gute Idee. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Das verhakt sich wenigstens nicht, weil es rund ist. Das ist so 3D-mäßig. Das ist 3D. Das sieht schon wieder geil aus. Schon geil gemacht. Ne? Eigentlich. Ja, nicht mal uneinig. Das hier ist für die Frauen. Und gemischte Gefühle, weißt du, wegen Gemisch. 1:50. Nein, das ist ja Roschen, ja, das verstehe ich nicht. Aber das feiere ich. Das finde ich ganz cool. Nur die Farbgebung. Ich mag dieses Oliv halt so gerne, ne? Das finde ich, das sieht halt total olivweiß. Oh, das so würden wir auch nehmen in der Art. So vom Dingsen her. Gedanken her. Die Frage ist wirklich, was das im Einkauf kosten würde dann. Ne? Das ist auch noch. Ja, das ist die Frage dann, ne? Ob dann einer kaufen würde oder eine andere Frage? Weil es ist Zeit. Ne? Ja, das Material, ich glaube, das Material ist gar nicht so teuer. Nee, da kommt auf Kunststoff an, glaube ich. Ne? Und ich glaube, je besser das Kunststoff ist, desto länger dauert das rum. Ja. Können wir auch vorstellen. Ja, und so teuer, ja, logisch. Teurer, ne? So, pass auf. Auch deine Vorliebe für langsam wachsende Kürbisgewächse namens Gurke haben wir uns Gedanken gemacht. Magst du Gurken öffnen? Dann erst weiterlesen. Ja, magst du Gurken. Einkaufen. Magst du Gurken? Jetzt kommst. Wir haben schon eine Riesengurke gehabt, weißt du das noch? Wir hatten schon mal so eine. Die hat sogar reine nach dem Schlüsselbund. Das ist doch in Ordnung. Mit den lähmen Kokumbas. Ja, das ist okay. Sieht doch nicht mal sexuell aus. Das finde ich in Ordnung. Ich finde ihn auch gut, den feiere ich auch. Ja, so ein bisschen doch vielleicht. Den feiere ich auch. Das wäre aber irgendwie was so ein bisschen eine Anlehnung an so einen Biker-Club oder so, was viel witziger. Weißt du, als hier auch, hier, da in der Farbwahl. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr am geilsten findet. Was würdet ihr gerne bei uns im Gurkenshop sehen von den Dingern? Aber die Idee ist schon cool. Das ist auch nicht so hakelig, weil es halt, wie gesagt, dann so ist. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Das geht, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dieses breite Ding da, dieses Herz da, Alter, das. Allein muss aber beim Trabi schon, mit der Ablage unten drin hast, du hakst dich dauerhaft. Du kannst nicht mit einem Trabi damit starten, glaube ich. Das könnte ein Problem werden. Weißt du, was du meinst, ja. Ne? Ein weiteres leistungsfähiges Teil aus unserer Kollektion ist Einkaufen. Bitte gleich einen Umschlag öffnen. Einkaufen. Was liebst du ja so einkaufen? Junge, die Arbeit alleine schon. Alter, ich bin noch nicht sitzen. Da war doch locker 2-3 Stunden bei. Oh, Junge.
Und ich, Idiot, mache das erst nach einem Monat oder so auf. Alter, das ist auch geil. Scheiße, Alter, krass. Alter, das sind Einkaufschips. Ja gut, das Ding ist ja aber gegessen, ne? Gibt's ja nicht mehr, ne? Ne, sind wir weniger jetzt, ne? Einkaufschips. Ich finde, wo gibt's denn das? Und wenn aber irgendwas ist, ist keine Mark mehr drin. Guck mal, ein Sachsenring, ein Einkaufschip. Problem daran ist aber beim Sachsenring-Logo, da kriegst du dann mit der Rechte drauf. Mittlerweile hat das nämlich einer sich gesichert. Aber es geht auch, geil, was mit 3D, es geht, ne? Krass eigentlich. Guck mal, die Gurkenscheiben sind auch nicht schlecht. Mit 3D-Druck geht definitiv alles. Sieht man, ne? Also alles, was sie so machen, das, ne? Aber die Idee finde ich gut für die Dinger tatsächlich. Aber ich muss ehrlich sagen, da sehe ich auch nicht so den. Also, was willst du da ranschreiben bei uns im Shop? Vor allen Dingen, es sind die Dinger unnötig. Bei uns gibt's das gar nicht mehr. Hier gibt's das nicht mehr. Aber da war Zimmermann noch, das war's. Ja? Aber Zimmermann sind ja alle kaputt, die kannst du aus dem mitnehmen. Ja, so kenne ich das eigentlich. Für den Chips ist vorbei so langsam. Ja, nee, die hat sich ausgeschippt. Aber die Idee ist schon gut, aber das hat ja nichts mit uns zu tun. Wenn man jetzt das hier so nehmen würde, dann würde man nicht sagen, Max Beach Shop, ne? Nee, also jetzt so geil, da ist eine Gurke dran. Vielleicht hinten drauf schreiben. Noch. Witziger Gag, ne, aber sonst. Das ist hinten so ja. Hinten drauf oder so. Ja, aber dafür ist, aber ein bisschen, dafür ist es ein bisschen klein. Ja, genau. Was willst du da noch alles drauf schreiben? Weißt du? Dann müssen wir schreiben, da 4 Euro oder so dran, das ist doch voll teuer dafür. Ja. Ja. Und das ist so ein Shop. Ich muss ja, schau mal vor, jetzt überleg mal bei uns im Online-Shop, wie das jetzt inseriert. max-gurkenshop.com, kennt ihr ja, .de. Und dann ist das Ding drin und naja, und dann bestellt das nur ein einziger Typ, dann machen wir uns einen riesengroßen Aufwand mit zur Tankstelle fahren, Sachen verschicken und sowas, für letztendlich dann 4 Euro oder so, das ist dann eng, ne? Muss schon irgendwas sein, was sich lohnt. Ne? Ja, das ist ein bisschen, deswegen, stimmt, ja. Das können wir so als Gag oben drauflegen irgendwo oder so. Dann, ne? Ja, Gewerbegeschenk. Ja, genau. Naja, was, ja doch, sagt man ja so, sowas ist das ja. Also Einkauf, geht's weiter. Des Weiteren haben unsere Designer Only für Max und seine Schweißroboter, sein Schweißroboter Gordon. Hier, hast du mal einen verbrannten Gips, der ist auch gut. Auch ein persönliches Design für je einen Getränkeuntersetzer angefertigt. Untersetzer öffnen. Boah. Alter, allein die Kiste ist schon wild. Getränkeuntersetzer? Alter, da geht aber echt alles mit, ne? Wie geht das denn auf? Ja, so. Diese Typen, ne? Egal, ich sag nichts. Die erinnern mich an ganz was anderes. An ganz andere Zeiten. Ganz böse Sachen, aber. Richtig böse Sachen. Ja, es wäre ja schön, wenn mein Name jetzt noch richtig geschrieben wäre. Geil wär's gewesen. Das wäre richtig cool. Warte, ich nimm mal lieben Edding. Warte, das kriege ich hin. Das krieg ich aber ja, der Versuch ist schon in Ordnung. Krieg ich beigeguckt. Hm? So, guck, das ist ein E. So. Kuka Gordon. Was heißt denn das? Was soll Kuka heißen? Verstehe ich auch nicht. Kuka, vielleicht wegen Roboter? Also das ist ja diese Schweißmaschine. Ja, Mann. Kuka. Stimmt, die heißen doch diese Dingsroboter, die heißen doch Kuka. Ich hab ja keine Ahnung von. Ja klar, die Autos zusammenschrauben. Hier, die Schweißroboter. Kannst du die auf eine Werkbank packen? Und da kannst du jetzt immer hier deine Getränke draufstellen, damit die Werkbank nicht dreckig wird. Aber geil, was damit geht, ne? Finde ich auch. Der ist auch geil gemacht hier. Der fällt mir auch richtig gut. Nur halt das Problem ist, ich glaube, wenn du dann wirklich mal so Untersetzer draufstellst, so eine Dose draufstellst, hier so eine Dose Y-Gurk, können wir vorstellen, links in der Seite fällt die um. Ja. Bisschen dick vielleicht, ne? Ja, okay. Also deswegen sind die ja meistens immer einen Weg. Aber die Idee ist cool. Nur wenn du läuft Wasser raus, dann steht der Zeug da drin, ne? Ja, das kriegst du aber wieder raus. Aber cool ist das schon. Das ist ja nur Wasser, das ist ja trocken. Ja, ich habe auch nur drin stehen, ich soll meine Meinung dazu sagen. Und dann denke ich mir natürlich ja, ein bisschen mit. Deine Meinung. Sonst schreibe ich das ja nicht rein. Bei allen unseren Produkten können Form, Farben, Schrift innen, außen bis hin zu Schrifttyp geändert werden. Auch Filamentwünsche wie leuchten blau, grün, Thermal wechseln und. Also Thermal wechseln ist auch so. Thermal wechseln ist das geil. Ich habe mal so ein T-Shirt gehabt, das konnte das. Echt? Das war so geil. Ich hatte mal eine Tasse, die konnte das auch. Zufällig habe ich auch zwischendurch ein Video mit Michi Gurkenjagen Spezial. Max und Michi zwischen den Gebrauchtwarenhändlern gesehen. Jetzt das Päckchen, wie viel Uhr ist es, vorsichtig öffnen, dann erst weiterlesen. Alter, das ist ein Video, wo ich eine Uhr als Merchandise zu machen. Ich glaube, er hat eine Uhr gemacht, Alter. Alter, Gordon, ist das wild? Also, komm. Vorsichtig umdrehen. Erstes umdrehen und hier öffnen. Und dann wieder vorsichtig umdrehen. Hier öffnen und wieder umdrehen. Das ist ja eine. Aufklappen. Alter, 100 aber, geil. Ich sehe schon, was er hat doch so einen Kassettendrucker. Kennst du das? Der hat heute gerade drauf. Ja, na klar. Alter, wie wild. Das ist ein Trabi-Taro, Alter.
Das ist ein Ich habe schon gesehen, an der 120 habe ich schon gesehen, weißt du? Ich dachte, war mir klar schon. Guck mal hier. Oh, geil. Alter, ist das geil. Aber weißt du was? Mit Batterie. Alter, Gordon, das brauchen wir. Damit hast du uns gekriegt. Ja. Die brauchen wir definitiv. Die Uhr fetzt, Alter. Ah ja, die bieten wir an. Die würden wir, Oh, hab ich schon verbogen. Ja. Aber ich biete da wieder gerade. Sind das Metalldinger? Ja, das macht Metall. Ja. Eine schon von vorne ran verbogen. Also alles gut. Ah, das ist halt so wild. Das wird ja wohl auch jeder hinkriegen, so ein Ding da. Wieso? Wenn du bei uns kaufen kannst, dann ist sie fertig. Dann bauen wir da vorher zusammen. Ja. Warte mal, ich werde meine Uhr rausmachen. Mal gucken. Schicken wir noch hier in die nächste JVA. Wir können dann 1000 von den Dingern zusammenbauen. Ja, Mann! Tag da. So okay, machen wir das. Warte mal, welche Reihenfolge ist denn da? Der kleine Zeiger kommt zuerst, so wie es aussieht. Warte mal, ich bau das mal zusammen. Ja, gute Frage. Ja, ist lochmäßig, musst du gucken, ne? Ja, ich glaube, der kleine ist, glaube ich, der erste, schätze ich. Der ist auch so. Das kann ich. Ja. So. Ja, ne. Wie packt er denn überhaupt? Hä? Also der Sekundenzeiger ist immer über die Schraube oben. Der Sekundenzeiger ist die Schraube. Das ist die teilt das zusammen. Das müsste jetzt eigentlich hier so drauf gehen. Ja, das muss geht auch drauf, siehst du? Genau. Und der Passt. Kommt da auf den nächsten. Dann kommt Kleinen. Der, warte. Das ist ein Projekt hier. Jetzt guckt uns nicht so an. Wir sind sehr, sehr projektorientiert. Das ist doch Kante, schätze ich. Oh, oder? Ja, vielleicht nicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wird das mit dem hier fixiert. Wie ist das hier? Wie sieht das ich glaube nicht. Der muss raufgesteckt werden, damit er mitläuft. Ja, denke ich auch. Hier ist drauf. Siehst du? Okay. Die laufen schon mal aneinander vorbei. Okay. Der letzte. Oh, das ist ja so ein Projekt. Den müssen wir auch wieder biegen. Ist ja nur ein Demo-Entwurf. Aber die Uhr, die wird auf jeden Fall, die kommt bei mir in der Wand. Die ist geil. Die schockt wirklich. Super geile Idee. Also die Idee ist echt gut. Ja. Also ich bin jetzt, also langsam aber sicher bin ich gegen meinen Willen mehr als beeindruckt. Allein was mit diesem Scheiß schon möglich ist. Diesen 3D-Druckkram, der kommt die Batterie da rein. Also eine gute Batterie, eine Duracell. Ja, ja. Der alkantische Duracell mit dem Kupfelkopf hält entschieden eine Länge als Kohlenbatterien. Duracell. Kennst du die Werbung nicht? Du hast so für Fernsehen geguckt. Eine Zeit lang auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ah, die läuft! Das ist eine Automatikuhr fast. Ja, ich erinnere mich wohl zu viel Fernsehen. Guck, die läuft. Guck, die Uhr. Ist das eine geile also Uhr. Also das Ding fetzt. Das Ding fetzt absolut, Mann. Ist die geil. Komm, die läuft. Jetzt sowas zum Aufhängen wäre noch geil. Ist hinten dran. Ach, das habe ich gar nicht gerafft. Er muss Moment da nach oben. Mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann geht er an der Wand. Warte, habe ich hier einen Nagel? Deswegen habe ich das nicht warte, gecheckt. Warte, nimm die mal hin. Warte, das kriege ich hin. Weil das so, ja. Ich habe noch eine Schraube. Ja, aber die Schraube ist noch nicht so schön, Alter. Holger wird es hassen, wenn die da jetzt hängt, aber erstmal hängt die da. Wie, er wird es hassen? Ja, weil das ist ja der Beamer, geht da an die Wand. An der Stelle. Du kannst ja keine Uhr hinhängen, wo der Beamer hingeht. Aber, Alter. Siehst du doch, guck mal. Alter, das ist geil. Oh, warte mal. Die haben sich jetzt verhakt, die beiden. Ja. Ja, ist ja nur ein Beta-Entwurf, ne? Aber wenn die einmal eingestellt ist, dann Alter, das ist geil, Alter, das will ich haben. Das hängt ja auch an der Wand, das soll man euch dann rumfummeln. Und die Idee ist doch Hammer mit einem Trabi-Tacho, Alter. Ja. Die schockt richtig. Also, 160er Trabi-Tacho kannst du dann unterwegs sein, ich nehme 120. Das ist schon eher ein Wartburg-Tacho. Da kannst du alles für nehmen, egal was. Ah, die läuft, das ist cool. Egal was, kannst du dazu sagen. Guck mal, wir haben 20 vor 40. Alter Schwede, schockt richtig. Geile Idee, wirklich. So, was kommt jetzt noch? Alter, ich glaube, da kommt noch mehr. Das feiere ich auch, das Ding, aber richtig. Ja, also, das ist kreativ wie Sau. Ja. Alter, das brauchen wir. Ohne Scheiß jetzt. Schreib mir mal einen Kostenvoranschlag. Dass wir nicht arm werden und dass du auch was tüdeln kannst. So. Weißt du, das ist einmalig. Das ist Hammer. Wirklich Hammer. Ja, das wieso? Jetzt das gleiche wie vorher. Der Zeiger haben wir für den Transport nicht montiert. Die kleben genauso wie die Batterie hinter der Uhr. Eine Lampe mit innenliegender LED-Beleuchtung und Fernbedienung habe ich auch schon für euch im Design. Wenn ihr die Uhren und Lampen mit Plexiglas-Abdeckung haben möchtet, muss ich nur schauen, damit die Uhren zum Umbauen bekomme. Ich glaube, das geht so, wie es ist. Das ist gut. Da kann man was bauen, also auch mit so einem Ring und dann muss auch keinen Schaden kriegen. Den Boden können wir scannen oder nachzeichnen auf Design von euch anpassen. Dann haben wir Deckel, Schrauben, Druckfläche, zack, zack, zack. Es gibt noch zigtausend Sachen, die wir in euren Shop-Design herstellen können. Kommen wir mal nur zum Schluss. Wir würden uns über ein Feedback von euch freuen. Ja, Feedback ist krass, ne? Also, wie gesagt, haben wir gerade gesagt, was gut und was schlecht ist, ne? Also die Uhr, die hat mich gekillt, da was drin, ne? Nee, nur so ein... Aber ist schon wild, Mann. So eine Banane, ja.
Okay, die Banane brauchen wir nicht. Das ist ein bisschen wie Gurken. Passt. Packen wir das da oben drauf, also, siehst du? Obwohl, die Daten kann ich mal behalten. Auf dem nächsten draufstehen, auf dem Brief. Steht mir eine Telefonnummer drauf. Der Dirk hat gemacht. Erstmal großes Dankeschön, ne? Und wie du hast jetzt ja gesehen, dann lass uns doch irgendwas tüdeln miteinander. Ein paar Sachen, die können wir echt gebrauchen. Und auch diese Uhr, Alter, die Uhr ist Hammer. Die ist Endstufe. Die ist Endstufe, Alter. Wenn wir das Ding auch bei uns auf den Shop reinballern würden, da hätten, glaube ich, alle Bock drauf. Vor allem, wenn es bezahlbar ist am Ende dann. Wenn die jetzt 300.000 Euro kostet, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, wenn wir bezahlbares Geld haben und die da rein tüdeln können, wo wir noch ein bisschen Gewinn mitmachen, notfalls, Alter, das hat auch jedem gegönnt. Finde ich. 300.000 Euro ist ein bisschen viel. Ne? Finde ich auch. Wir machen ein bisschen weniger. 299 geht auch. Und das hier legen wir bei Holger aus, im Shop. Und dann werden wir ja sehen, was bei uns im Shop läuft. Also jetzt beim nächsten Museumstag. Ja, da bockt doch was. Ja, genau. Dann werden wir ja sehen, ob das einer holt. Wer weiß, wir sind diese Schütteldinger nachher auf weg, diese Dinger da. Das testen wir dann einmal aus. Das ist hier, ich habe letztens eine Doku geguckt über diesen Grupp, oder wie heißt der hier? Wolfgang Grupp, hier von diesem Klamottenlabel da hier. Der heißt noch mal nicht. Trigema. Hammer Typ, Alter. So krass, du bist so erzählt, ne? Ja. Aber der hat ja auch so Textgeschäfte. Ja. Und sagt, was geht. Machen wir genauso jetzt mit Holger. Der hat ja sogar auch mit kleinen Klamotten Bundesliga-Vereine und so ausgestattet. Ja. Also der ist richtig fettes Geschäft. Trigema ist kennt man. Wir testen es einfach mal, würde ich sagen. Der hat ja bei diesen ganzen Ferienort dann seine Testing gemacht. Ja. Alter, auf jeden Fall großes Dankeschön. Da würde ich mal sagen, machen wir weiter. Wa? Und ja, was daraus wird, werden wir ja sehen. Munter, Freunde. Bis dann. Ciao. Ja.